So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück. Ich kann mich noch ein bisschen aufräumen. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst auch weg. Genau. Ja. Hier passt alles soweit. Hoffentlich. Mal gucken. Gut, kann ich mich mal ein bisschen aufräumen. Ja, scheint also funktionieren. Okay, dann auf los geht's los. Wir bauen erstmal ein bisschen in unsere Höhle weiter und dann, wie gesagt, haben wir jetzt so ein paar Sachen, die wir jetzt so anlegen, antun, machen, dabei können. Also wie gesagt, zum einen die Höhle, Leuchtturm, Hotel. Dann werden wir also immer so mal zwischen den Folgen ein bisschen zwischen den Dingern switchen. Wobei, wie gesagt, die Höhle wird das nicht allzu lange dauern, weil die Höhle, die soll ja nicht riesig groß werden, sondern einfach nur so als Andeutung, da ist eine Höhle und mehr soll es ja gar nicht sein. Von daher werden wir dafür nicht allzu lange brauchen. Ich habe auch überlegt, ob wir die, wie gesagt, so ein bisschen in Gefälle bauen, ne, damit die Höhle quasi unten reingeht. Aber das ist halt technisch kaum machbar. Weil das hier halt mit den Texturen scheiße wäre. Weil ich kann das Holz, glaube ich, zwar sägen, dass das quasi immer so eine Viertelplatte runtergeht, dann hier halbe Platte, dann Dreiviertelplatte und den ganzer Block. Aber dadurch, dass halt die Textur nicht mitwandert, würde das dann halt von der Textur her scheiße aussehen. Von daher lassen wir den Tunnel einfach gerade. Und ich würde mal sagen, wir bauen halt erstmal direkt. Ach du Kacke, meine Spitzhacke ist kaputt. Das heißt, bevor wir weiterbauen, erstmal Werkzeug reparieren. Ich könnte eigentlich auch einen von diesen Hammern gleich mal da hinten hinschleppen. Haben wir da rein zufällig zwei? Nee, ne? Das wäre auch Riesenverschwendung. So. Mr. Pick. Okay. Hammer. 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 Hammer ist da. Meine Tasche ist doch schon wieder endlos voll hier. Das ist ja. Okay. Wir räumen jetzt ein bisschen aus. Du kommst noch da. Die Blätter kommen in die Blätterkiste. Achso, stimmt, aber wir die ganzen Bäume hier gefällt haben. Ha, da war ja was. Gut, das ist mal ausnahmsweise leer. Sehr schön. Wie sieht es aus mit den Taschen? Die sind auch leer. Du kommst da mit rein. Hier war noch irgendwas, wo ich unglücklich war. Nee. Ach genau, hier. Die 10 Eisen hatten wir schon nachgefüllt gehabt. Okay, das heißt, hier passt auch alles. Wie viele Blaubeeren wir haben mittlerweile, ist ja abartig. Und den Rest können wir einfach 1:1 mitnehmen. Jutschen. Boink. So. Ich würde erstmal so lange reinbauen, bis es anfängt dunkel zu werden. Warum kommt jetzt hier ein Boden? Also, das da. I don't like it. Ach, jetzt weiß ich doch wieder, wofür wir die ganzen Schrägen haben. Hier viele Dinger für den Bogen. Hätte ich beinahe vergessen. Alter, ich baue schon wieder viel zu viel ab hier. So, dann machen wir hier ein bisschen Licht.
Das hier müssen wir dann auch irgendwie mal abschließen, also zumauern. Jetzt erstmal gucken, die Lücke, die stört eigentlich gar nicht, die brauche ich gar nicht wieder zu machen. Hier unten die Lücke, die muss ich aber wieder zumachen, weil die sieht man ja später. Ich mache jetzt mal ein paar Fackeln. Haben wir Holz dabei? Ja, einmal Holz haben wir dabei, das ist sehr viel. Andererseits, wir können uns ja ganz viele Stöcker machen, weil wir brauchen. So viele Fackeln werden wir zum Glück eh nicht brauchen. Ist ja bloß, damit wir hier ein bisschen mehr sehen, wenn wir schon hinten in die Tiefe reingehen. Wobei es echt schneller dunkel wird, als ich dachte. Ne, aber wenn man hier die Fackel wegnimmt, ist es ja jetzt quasi schon dunkel. Das ist echt ein bisschen heftig. Ich dachte, wir müssen noch ein bisschen tiefer reinbauen. Ja. Aber gut. Achso, ja gut, die waren jetzt wieder ein bisschen umsonst. Egal. So. Ist es denn jetzt schon absolut dunkel oder ist hier noch. Also Teilen sieht man noch. Achso, weil es hier später aufhört. Ja, genau, hier sind noch zwei mehr, die hier nicht sind. Na gut, dann brauche ich noch zwei Blöcke nach hinten und dann sollte es aber passen. Hallo? Da. Wir lenken halt unsere Spitzhacke auch nicht durch. So. Haben wir doch schmissen schon mal mit der Aushöhlung fast fertig. Ich bin übrigens immer noch am Überlegen, ob wir jetzt, ob ich tatsächlich schon auf eine Folge pro Tag wechsle oder ob ich tatsächlich noch zwei Folgen mache. Weil mit dem Hotel, das wird eine etwas größere Aktion, mit dem Leuchtturm wahrscheinlich auch. Das heißt, es würde sich vielleicht sogar noch lohnen, bei zwei Folgen die pro Tag zu bleiben. Dann steht ja auch, wie gesagt, jetzt in einigen Wochen, also von mir aus gesehen, in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen so ungefähr, dann der Umzug an. Das heißt, es geht doch bald los hier mit Pause und dann sowieso gucken, wie es weitergeht. So. Badam. Sehr schön. So, und die Erde muss raus. Perfekt, da kommt Cleanstone rein, da auch. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 8, ja, 12 mal, 15 mal, 13 mal Cleanstone. Aha, wir haben sogar schon ein bisschen Cleanstone, das ist aber sehr gut. Ach, wisst ihr was? Können wir mit dir. So, einmal dahin und dann einmal. So, sehr schön. Okay. Dann geht jetzt ein bisschen ans Eingemachte. Das heißt, das hier. Habe ich das Replacement Tool dabei? Ja, habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 4 bräuchten wir dann, richtig? Genau. Alles mal 4. Okay, also jeweils 52, die wir noch brauchen. Wir haben
Da brauchen wir noch 49 und hier brauchen wir auch plus noch 50. Also mache ich 2x 50, dann sollte das passen. So. 50. So und so. Perfekt. Okay. Dann das Replacement Tool. Einmal so und jetzt hier immer schön. Dran klatschen. Es geht ja schneller als gedacht eigentlich. So. Oha, nur nicht verklicken. Denn wenn wir die Dinger wieder abbauen, bekommen wir wieder so einen Cobblestone-Kack. Das ist nicht schön. Okay, das Lightning passt auch ungefähr so überein, ne? Weil ich habe halt immer so die Sorge, dass halt bei diesen Slopes, also bei diesen komischen Schrägen, das Lightning anders berechnet wird und man dann halt so hässliche Beleuchtungsartefakte an solchen Stellen wie Schatten und so sieht. Aber das scheint gar nicht mal so schlimm zu sein hier an der Stelle. Sehr schön. Perfekt. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde gerne direkt. Oh. Na gut, eine Baustelle ist natürlich jetzt verdreht. Weil die halt immer so positioniert werden, wie man die platziert. Das heißt, ich muss den mal hier so und dann so setzen. Hier sieht es ja genauso. Pardon. Okay. Genau. Und jetzt kommen die Dinger von unten. Das heißt, einmal so und dann bam, bam, bam. Hat gut funktioniert. Ah, komm. So, 1, 2, 3, 4. Mache ich 4 oder 5er? Doch, so sieht es besser aus. Also 5er. Eigentlich könnte ich doch auch einfach so machen. Bam. Bam. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt hier genau das gleiche. Dam, dam, dam. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist richtig? Nein, doch. Badam. 1, 2, 3, 4, 5. Dam, dam. So, und jetzt, wenn ich das jetzt hier wegmache. Sieht da schon fast geil aus. Dann müssen wir noch so eine Querbalken drüber machen. Ziehe ich die einfach so lang? Mal gucken, wie das optisch aussieht. Oha. Gut aus, das sieht sehr gut aus. Oh ja, wunderbar, genau so soll es sein. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Cleanstone. Mit dem Cleanstone können wir hier mal die ganzen abgefransten Sachen hier mal ein bisschen reparieren. Die sehen ja hier total scheiße aus. So sieht schon gleich viel besser aus. Dich klappt, hole ich auch noch mal ab. Dankeschön. Ja, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Schon mal wie unsere Höhle. Vorne kommt noch ein Stahlzaun, Gitter, Gedöns, Dingsbums hin. Wo ich dann gucken muss, wie wir das designtechnisch integrieren. Erstmal gucken, Stahl.
Genau, das Ding, Stahlgitter. Nein, Moment. Doch, das hier. Genau. Brauchen wir 16, 6 mal Eisen. Das geht tatsächlich sogar. Wir brauchen ja, wir haben ja eine Breite von 10, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach ja, wäre eine ungerade Zahl. Also von 9. Okay. Das sieht mir echt so ein bisschen. Das sieht viel zu kurz aus. Ich glaube, wir brauchen das Ding noch ein bisschen länger. Das ist ja. Nee, du. Das ist viel zu kurz. Okay, ich glaube, ich mache es doch so, wie ich es geplant hatte. Ich mache hier vorne noch Beleuchtung hin, damit das Licht ein bisschen weiter rein, bisschen weiter reinreicht. Und werde dann irgendwo in der Mitte dann erst Gitter bauen. Ab dem Gitter hört dann auch die Beleuchtung auf und ab da wird es dann dunkler. Weil das sieht ja hier wirklich schon. Also sieht zwar cool aus, aber das geht definitiv besser. Das ist. Sieht auch schon geil aus, aber. Nee. Das braucht noch ein bisschen Tiefe, das braucht noch ein bisschen. Ah, das braucht noch ein bisschen. Versteht doch schon, was ich meine hier. Ist ja hier ein Witz. So, die Frage ist, machen wir die Beleuchtung einfach klassisch mit ein paar Fackeln? Das Problem ist halt, Fackeln bei Holz macht nicht wirklich Sinn. Würde man im echten so nicht bauen. Deswegen wäre halt die Frage, ob wir vielleicht noch andere Sachen hinbauen. Zum Beispiel, dass wir hier ein paar Teelichter, klar. Hier von diesen Öllampen gibt es ja hier irgendwelche Dinger. Ne? Guck mal ganz kurz, die Dinger hier zum Beispiel, die könnte man nehmen. Die meinte ich zwar eigentlich nicht, aber die gehen auch. Doch, die würden sogar richtig geil aussehen. Doch, doch, die sehen cool aus. So, was brauchen wir dafür? Gelber Farbstoff, schwarzer Farbstoff. Das geht ja relativ easy. Davon haben wir auch noch ein paar Dinger, aber das hier. Simple Energy Crystal. Willst du mich ficken? Okay, bist du teuer. Alter, wir bräuchten zwei Diamanten für vier Lampen. Weil aus einem so ein Ding bekommen wir halt zwei davon. Einen brauchen wir pro Lampe. Und für ein so ein Ding, ne, braucht man einen Diamant, weil aus zwei Diamanten kriegt man zwei solche Dinger. Hey, bin ich bekloppt? Ja, doch, genau. Heißt also für vier, ja, für vier Lampen brauche ich zwei Diamanten. Ach so, okay, man bekommt da zwei raus. Dann bekommt man also doch für ein Diamant vier Lampen. Es tropfen total wenig. Wenn man mal bedenkt, wie wenig Diamanten wir bisher gefunden haben, das ist gut. Also keine Alternative. Dann gucke ich mal ganz kurz. Gibt es sowas hier? Light? Aha, das sieht schon besser aus. Gut, brauchst du auch sehr viel Eisen, aber zumindest besser als das andere Gedöns. Öllampe wäre halt auch noch geil. Die Frage ist, wie sieht das Ding halt montiert aus? Weil ne Öllampe wäre halt das Ideale. Das wäre schon ganz. Komm, wir bauen hier einfach so ein Ding. So eine Lavalampe. Die macht hell. Kein Problem. Oder so ein Ding hier. Achso, brauchen wir auch Energiekristall. Nee, lieber nicht. Ja, das heißt, wir werden auf kurz oder lang wahrscheinlich bei der hier bleiben. Aber ist das nicht so eine zum auf den Boden stellen? Ach nee, halt, wir wollten was anderes. Wir wollten das hier. Öllampe. Achso, wir auf den Tisch stellen. Nee. Jo. Ich würde mal sagen, dann bleiben wir doch bei dem hier. Okay. Ne. Okay, okay. Und die hängen wir dann immer hier so in die Mitte. Müssen hier so runter und dann. Ich hoffe mal, wird er nicht zu tief hängen. Nö, das geht. Das geht. Zur Not können wir auch mal zwei machen und die quasi hier so in die Ecken hängen. Also dass da eine hängt und da eine hängt. Muss man dann gucken. Oder wir nutzen einfach doch Fackeln. Ich meine, so scheiße sieht es halt nicht aus. Es ist zwar unrealistisch, aber ganz ehrlich, viel weniger Wärme als eine Öllampe produzieren jetzt auch nicht.
Oder viel mehr Wärme. Von daher, von der Sicherheit her, würde sich das nicht allzu viel nehmen. Aber bei so wäre es halt schon eine offene Flamme. Und bei so einer, ne, bei so einer Öllampe hat man halt ein Stahlgerüst drumherum, was, ne, das Feuer nicht so leicht überspringen lässt. Ich weiß ja nicht. Wir bauen mal hier von einer, mal gucken, wie die optisch aussieht, wenn man die irgendwo platziert, und dann gucken wir mal. Oh, wir sind quasi am Verhungern. Hab mich gerade schon gewundert, warum wir die trennen können, aber ja. So, Öllampe. Wir können ja. Haben wir Öl? Ja, Ölextrakt haben wir. Dann brauchen wir zweimal Eisen. Eisen haben wir nur einmal. Und. Hä? Wo zum Geier habe ich denn mein ganzes. Habe ich mal kein. Mein ganzes. Zeug. Bin ich gerade dumm? Ach, das hatten wir ja. Haben wir hier alles reingepackt. Da war ja was. So, was brauchen wir noch? Wir brauchten einmal ein String. Davon habe ich garantiert keinen mehr, weil ich den mal weggeworfen habe. Ich Vollidiot. Doch, haben wir noch zwei Stück. Okay. Dann würde ich mal sagen, ins Fertigungsraster. Was? Hä? Ach, eine leere Flasche. Willst du mich jetzt verarschen? Du hast ja Komplexe. Was ist los mit dir? Ja, das hat natürlich wunderbar funktioniert. Oh Mann, ey. So, haben wir eine Lampe. Die hängen wir mal irgendwo, testen wir mal auf. Zum Beispiel da so. Oh Gott, nee, die kann man auch mal auf den Tisch raufstellen. Na, die steht auf dem Boden. Ach, scheiße, die waren dann. Na gut, dann war's das. Das heißt, das ist dann doch keine Alternative. Danke dafür. Gut, hätten wir es geklärt. Die Sache ist, es wäre halt geil, wenn man eins von diesen Dingern zusägen könnte. Kann man aber leider nicht, wie es aussieht. Scheiß die Wandern. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es hier noch irgendwas, was meinem Augenlicht entfallen ist? Ah, das ist Bullshit. Okay, nee, also wir bleiben doch. Wir machen es ganz klar, gut klar. Wir nutzen die Dinger hier und dann werde ich wohl ein bisschen auf Höhlenmission gehen müssen. Denn wenn wir also tatsächlich das Ziel verfolgen,
dass wir hier noch weiter runter gehen, bis wir auf Diamanten stoßen. Weil, wie man sieht, werden wir brauchen. So, das heißt, ja. Machen wir gleich nächste Folge. Ich wollte nächste Folge eigentlich mit dem Hotel da hinten anfangen, schon mal so die Fläche einzuebnen. Ah doch, ich glaube, nächste Folge machen wir erstmal da hinten ein bisschen die Insel ein bisschen flach und dann können wir dann später mal unten weiter runter gehen und dann kamen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter runter. Hoffentlich auch mal Diamanten finden. Weil wir sehen, wir brauchen früher oder später scheiß Diamanten und Mese. Und Mese haben wir mittlerweile ein bisschen was. Aber alles andere als. Ne, also. Halber Stack ist jetzt zwar schon gut, aber es könnte mehr sein, seien wir ehrlich. Aber vor allen Dingen halt Diamanten haben wir keinen einzigen. Ich glaube, die einzigen Diamanten, die wir je hatten, waren durch unsere durch unser komisches Sieb da hinten. Das waren bisher die einzigen Diamanten, die wir jemals so hatten. Kann man schön seine Schwester ausspannen hier, während sie auf Toilette ist. Easy. Wobei, so wäre wahrscheinlich besser. Oh, hallo Schwester. Hm, was hast du denn da gerade an? Oh, hallo Schwester. Ja, so eine Tür ist wahrscheinlich für Toiletten gar nicht mal so geeignet. Fällt mir gerade mal so auf. Was machen wir für eine Scheiße? Gibt es hier noch andere Türen? Ah, die ist zu hell. Die würde gehen von der Optik her. Mit Stahl. Alles klar. Du willst wieder ruinieren, kann das sein? Sowas wäre halt doch geil, ne? Machen wir vielleicht mal so als weiß nicht, als kleine Gartenhütte oder sowas, hier mal so japanisches Haus. Wie viele japanische Sachen gibt es denn hier? Ja, natürlich schon falsch geschrieben. Okay, also wir haben mal so eine klassische Tür, so eine Tür und wir haben die Wände. Sollte also eigentlich alles passen, ne? Mehr braucht man ja nicht. Wohnen haben wir auch. Sollte also reichen. Sehr schön. Naja, vielleicht mal später irgendwann mal. Wenn ich das vergessen sollte, erinnert mich dran. Auf jeden Fall brauchen wir hier erstmal eine neue Tür. Später. Jetzt gehen wir erstmal da hinten hin und machen da alles platt. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich schreibe es aber auf jeden Fall mal auf unsere To-Do-Liste hier rauf. Hütte im Japano-Schlampen. Wer das nicht kennt, einfach mal bei Google googeln. Bei YouTuben. Geil. Hütte im Japano-Schlampen-Stil. Ich mach mal ein bisschen Jugendfeier muss schon. Ich habe hier auch einen Bildungsauftrag. So. Genau. Und neue Tür für WC. Okay. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.